Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir einen Monthly Spread für dein Bullet Journal malen. Dafür brauchst du einmal ein Bullet Journal. Ich nehme hier das Scribbles That Matter. Dann ein Micron Fineliner. Das Geodreieck, irgendeins reicht natürlich. Und dann geht's auch schon los. Ich habe mir jetzt hier die linke Seite ausgesucht und ja, das ist ganz simpel. Ich ziehe in der Mitte einen Strich und lasse ein bisschen Platz, um gleich Monster reinzuschreiben. Deswegen solltest du vielleicht vorher ausrechnen, wo genau du deinen Strich ziehst, ob du das auch mittig haben möchtest, auf wie viel Platz du lassen willst. Das solltest du natürlich alles vorher vielleicht schon einmal ausprobieren, beziehungsweise ja, vielleicht markieren, ne, mit einem Bleistift. Dann weißt du genau, wo und wie lang du deinen Strich ziehen musst. So, ich beginne jetzt erst einmal damit, die Zahlen an den Strahl zu schreiben. Ich fange mal oben an, ne? Links, rechts immer abwechselnd, damit das irgendwie ein bisschen peppiger aussieht. Und in der Mitte mache ich erstmal einen kurzen Stopp und bringe den Titel rein. Ja, ich schreibe den Titel jetzt wieder mit Bleistift vor. Das Problem ist, ich muss jetzt irgendwie die Mitte treffen. Und naja, das ist gar nicht so einfach, wie man sieht. Ne? Also noch einmal alles weg und wieder losgelegt. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich die Mitte treffen soll. Im Notfall werde ich mir wahrscheinlich einfach behelfen, indem ich in der Mitte anfange. Also das N in die Lücke packe und dann anfange zu schreiben. Ich glaube, das ist die beste Lösung, weil ansonsten ja, ist das so ein Zufallsprodukt. Ne? Ja, du kannst schon sehen, das ist auch nicht die einfachste Lösung, die ich hier gerade gewählt habe, aber irgendwie ja, gefällt mir das immer noch am besten und es ist auch so einigermaßen mittig. Ja, jetzt wieder den Anfang nochmal weg und naja. Das dann wieder rein zu frimmeln, ja, es geht. Es geht, es ist aber nicht so einfach. Aber wenn es mir jetzt endlich gefällt, und das tut es jetzt eigentlich, dann nehme ich den Micron Fineliner und ziehe das alles nach. Das Schöne ist, ich kann jetzt ruhig mit dem Radiergummi drüber gehen und die ganzen Bleistiftreste wegradieren, ohne dass es schmiert. Und ein bisschen zur Deko kommt auch noch dazu. Ich male jetzt einfach so ein paar kleine Dreiecke hier rein und dann gehe ich weiter meinen Zeitstrahl entlang und schreibe bis zum Ende des Monats die Tage durch. Ja, das war's dann auch schon für dieses sehr minimalistische Spread, aber irgendwie gefällt mir das. Und man könnte jetzt natürlich die Dreiecke noch ein bisschen farbig gestalten, aber man muss natürlich gar nichts. Ne? Also du kannst es auch so lassen einfach und wirklich mit diesem minimalistischen Spread leben. Ich mache jetzt noch so ein bisschen diese Vorkalligraphie, einfach die alle Linien, die nach unten laufen, breit nachziehen, sodass es so ein bisschen nach Kalligraphie aussieht. Ja, und dann bin ich auch schon fertig. Ja, vielen Dank, dass du dir mein Video angesehen hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen nach oben oder vielleicht lässt du uns auch ein Abo da. Und dann hoffe ich sehe dich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!